Gott, ist die dreckig. Die ist schon ganz lange nicht mehr benutzt. Ja, Tatsache, sie funktioniert noch, das alte Schätzchen. Das ist ja richtig krass. Ja, herzlich willkommen auf meinem, ihr habt's erraten, YouTube-Kanal. Und in diesem neuen Vlog, meinem nächsten Vlog, möchte ich was Besonderes machen mit euch. Und zwar möchte ich nichts Geringeres machen, als mit euch ins ferne Ausland fliegen. Und zwar nach Panama. Also würde ich sagen, Jungs und Mädels, bleibt dran. Ja, und mein Plan, dadurch, dass ich am Dienstag morgens um 6.30 Uhr schon losfliege, ab Frankfurt natürlich, muss ich eine Vorabendanreise machen. Das heißt, dass ich fahre direkt nach der Arbeit schon gleich runter, erstmal nach Frankfurt und gehe da irgendwo ins Bahnhofsviertel wieder in irgendein Billighotel rein, ohne Frühstück. Das machen wir dann alles unterwegs. Ich habe mir nämlich hier mal wieder so ein virtuelles Kalenderblatt erstellt und ich mache das immer total gerne, dass ich einfach nur einen Kugelschreiber und ein weißes Blatt Papier nehme. Wir sind heute hier Samstag, genau, morgen Sonntag und ja, das hier ist noch der Oktober, dann kommt hier der November. Das wird mein Hauptvorbereitungsmonat wahrscheinlich werden und dann haben wir hier, was ist denn das? Ach, erste Sonntag im Monat, da geht ja wieder ein neues Video online, auch geil. Das hier ist dann der Dezember, hier muss ich noch arbeiten am Montag und am Dienstag geht es dann los. Ich wünschte, ich könnte jetzt gerade hier in dieser Sekunde dieses Video einfach mal bis ans Ende durchscrollen, um dann einfach mal, ja, wirklich auch zu verstehen, dass ich mal wieder im Flugzeug sitze. Ich kann es mir im Moment echt noch überhaupt nicht vorstellen. Und draußen hat schon so langsam aber sicher der Herbst irgendwie angefangen. Tja, Leute, und kaum zu glauben, wir haben noch 17 Grad draußen. Wahrscheinlich wird es bald ein bisschen kühler sein irgendwie. Könnt ihr das sehen? Der Herbst ist da. Schön gelbe Blätter. Ach ja, der Herbst. Mensch, der Oktober ist schon fast rum, jetzt geht es ja bald irgendwie langsam mal in den November rein. Es sind zwischenzeitlich wieder so ein, zwei Tage vergangen und passiert in Bezug auf Reisevorbereitung ist ehrlich gesagt noch nichts. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es trotzdem immer wieder geil, weil so gerade, wenn man zum Jahresende wegfliegt, ne, ich meine Deutschland, es wird langsam feucht draußen, es wird ungemütlich, es wird kühler. Und ja, die Natur verfärbt sich jetzt herbstlich und die Blätter fallen. Ne? Und dann fliegt man dann im Dezember tatsächlich weg. Und dann kommt man so von dieser Winterlandschaft hier irgendwie wieder so richtig in die Wärme rein und in den Sommer. Das ist immer wieder richtig geil. Ja, wenn ich mir hier mal so meine Vorbereitungsliste angucke, es ist irgendwie noch ganz viel zu tun. Ich müsste nochmal irgendwann wahrscheinlich mir meinen neuen internationalen Führerschein organisieren. Da muss ich nochmal gucken mit meiner Auslandskrankenversicherung, die ich bei einem Automobilclub typischerweise laufen habe, ob die noch aktuell ist. Ist ja jetzt alles schon ein paar Tage lang nicht mehr angefasst worden aufgrund der C-Zeit in der letzten Zeit. Na gut. So. Ein bisschen hell im Hintergrund, was? Müsst ihr jetzt leider mit leben. Denn wir haben gerade Ende Oktober. Und draußen sind es irgendwie noch sommerlich warme, ja, 20 Grad, ich weiß auch nicht. Heute passiert aber mal was ganz anderes für meine Reisevorbereitung. Ich brauche ja für den Trip insgesamt zwei Mietwagen. Einen Mietwagen habe ich jetzt schon die Tage gebucht und zwar Costa Rica. Und das ist auch gut, dass das schon vor 4 Wochen geschehen ist. Die Mietwagen sind richtig teuer geworden, also zumindest in Costa Rica, aber hallo. Und wenn ich jetzt gucken würde oder sowas, da kann man nochmal lockerlässig irgendwie ganz viele Euros drauflegen. Na gut. Heute brauche ich aber jetzt erstmal noch einen zweiten Mietwagen und zwar für Panama. Und es gibt jetzt hier zwei Mietwagen oder zwei Firmen, die üblichen Verdächtigen, die man am Flughafen so findet. Einmal für 270 Euro und einmal für 360. Allerdings, wenn ich den bei 270 immer mir so die Bewertungen angucke, dann stehen hier ganz lustige Sachen. Bei Anreise war kein Auto vorhanden, obwohl so gebucht, dass der Wagen im Terminal abzuholen wäre. Mussten auf eigene Kosten mit Taxi 30 Dollar zum Hotel fahren. Naja, ich glaube, bei dem Anbieter buche ich wohl besser mal nicht. Dann nehmen wir lieber den, der ein Hunni teurer ist. Pff,
Vielen Dank für Ihre Buchung. Und wieder ein To-Do-Punkt von der Liste, den ich streichen kann. Mietwagen, Panama buchen, erledigt. Mittlerweile ist es dunkel draußen geworden und so langsam aber sicher komme ich jetzt hier mal wieder in mein Arbeitszimmer rein. Viel besser ist aber eigentlich noch, dass ich euch gerade ein bisschen auf Instagram getrollt habe. Ich habe nämlich eine Story gemacht mit einem ganz kurzen Video, das zeigt, dass ich einen Flug gebucht habe. Da haben mich natürlich jetzt alle Leute gefragt, ja, wo geht's denn hin? Top Secret, es ist noch Top Secret für euch, aber nicht mehr lange. Der 6. November. Ah, mal wieder ein... Oh, Alter, ist ganz schön hell wieder draußen, was? Ja, ich tut mir leid, dass dieses Vlog sich ausschließlich hier irgendwie nur drinnen bei mir am Arbeitsplatz hier abspielt, aber in der Reiseplanungsphase ist es halt einfach mal so. Ja, heute ist durchaus wieder ein bisschen was Berichtenswertes passiert. Zum einen, heute ist natürlich schon mal der erste Sonntag im Monat. Das heißt, es ist wieder ein neues Video von mir online gegangen, was ihr gerade euch alle hoffentlich schön anseht. Es war diesmal nämlich das mit Planespotting am Flughafen Kassel-Calden. Und ich habe mich gerade mal eingeloggt bei der Fluggesellschaft, wo ich fliege. Also eine von den Fluggesellschaften. Ich habe nämlich gerade erstmal einen Sitzplatz reserviert. Das wäre nämlich sehr, sehr schade, wenn ich anfliegen würde auf dem Flughafen von San Jose und würde nicht aus dem Fenster gucken können. Erstmal trage ich hier natürlich bei meiner Reiseplanungstabelle noch den Sitzplatz ein. So, hier von Panama geht's an dem Tag nach SJO und ich sitze auf 26 Foxtrot. So, in der Zwischenzeit seid ihr mir hier alle gerade ganz lieb und nett am Schreiben. Da feiert wohl offensichtlich jemand mein Video. Ja, und ansonsten darf ich nicht vergessen, in 2 Wochen so in etwa die Kamera mitzunehmen, um euch natürlich hier auch ein bisschen teilhaben zu lassen. Denn ich habe jetzt mir noch einen Termin gebucht hier bei der Stadt. Ich brauche dringend noch einen neuen internationalen Führerschein. Mein Alter ist ja nun durch die Pandemie und alles abgelaufen. Da war ich ja nicht unterwegs gewesen. Denn ja, in Panama, habe ich schon gelesen, gibt es sehr viele Polizeikontrollen. Und da will ich nicht in irgendwelche Schwierigkeiten geraten, wenn die dann da mit meinem deutschen Führerschein, also es soll wohl mit dem deutschen Führerschein gehen, was ich beim Auswärtigen Amt gelesen habe, aber ja. Ja, ansonsten, ne, so die Reisevorbereitungsphase ist natürlich auch immer so die Zeit, wo jetzt langsam auch die Blätter mal hier von den Bäumen fallen, der Herbst ist mittlerweile schon fortgeschritten, würde ich sagen. Ach Gott, oh Gott, schon kurz vor 10, ja, und das Ganze am 7. November. Ja Leute, ich liege im Bett und deswegen könnt ihr mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Das ist aber vielleicht auch besser so, dass ihr mich nicht sehen könnt. Denn, wie gesagt, ich liege ja im Bett. Na gut, was wollte ich denn aber eigentlich euch noch kurz erzählen, bevor ich jetzt hier schlafe? Und zwar habe ich eben gerade noch mal ein bisschen im Internet gesucht und so. Mir ist aufgefallen, in Panama und in Costa Rica gibt es sozusagen meine Lieblings-US-Ketten. Total geil. In Costa Rica gibt es Walmart. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeistechen und mal gucken, was man da so Schönes wieder kaufen kann. Dann habe ich gesehen, ich glaube, in Costa Rica gibt es sogar auch ein Denny's-Restaurant. Das kenne ich ja aus den USA. Und in Panama, da gibt es sogar Wendy's. Oh geil, mal wieder so einen richtig geilen Hamburger essen. Lecker, lecker, lecker. Super. Mit diesen Gedanken kann ich doch richtig gut einschlafen. Also, gute Nacht. Tja Leute, einen wunderschönen guten Morgen. 10. November. Ich muss noch gute 3 Wochen arbeiten. Und ich bin auch gerade an der Arbeit. Und auch an der Arbeit muss ich leider einiges vorbereiten für meinen ja doch 4-wöchigen Urlaub. Und deswegen, also Jahresende, wenn ich im Dezember weg will, das ist schon immer richtig wirklich viel. Da ist immer wirklich viel vorzubereiten und viel zu tun. Aber seht selbst. Schluss jetzt, kurz vor 16 Uhr Feierabend. Ein Arbeitstag geschafft. Obwohl, so ein paar Tage kommen ja noch. Ich glaube, was waren es jetzt noch? 3 Wochen oder so? So, Feierabend, Leute. Feierabendkaffee. Also, ich will heute mal ein bisschen einkaufen, beziehungsweise ich laufe zum Einkaufen. Ich will nämlich mal so langsam anfangen mit dem Packen. Das mache ich meistens immer schon sehr weit im Voraus. Und es beginnt bei mir traditionell damit, dass ich mir eine Wasserflasche kaufe.
So, jetzt sind wir schon mal im richtigen Gang. Dann wäre das nämlich auch schon mal erledigt. Ha, das erste für die Liste zum Mitnehmen. Die Packecke für die Reise hat begonnen mit einer Wasserflasche. Also, wie packt ihr eigentlich? Also suche mir immer in der Wohnung so eine kleine Ecke und dann stelle ich dort alles, was ich so für die Reise mitnehme, immer zusammen. Und so langsam nach und nach werde ich jetzt da so ein paar Sachen dazustellen, bis sich dann hier so ein richtig schöner Turm ergibt. Gut, auf jeden Fall kann ich hier schon wieder ein bisschen was von streichen, nämlich genau das, was jetzt da unten ist. Das mache ich jetzt gleich mal. Und ansonsten kann ich hier auch wieder ein bisschen was von streichen, weil die Reise rückt näher. Oh, guck mal da, die Kollegin bringt meine ganzen Pakete. Jetzt sag mir doch mal hier, ich poste. Alles meins, einfach da hinstellen. Meine Güte, nee, was habe ich denn da alles bestellt? So. So, noch ein bisschen Mückenschutzmittel, ne? Weil es sind ja die Tropen, wo ich unterwegs bin. Genau, das war ein weiterer Reisevorbereitungstag. Übrigens, ich kann euch nochmal so einen Schwenk nochmal kurz zeigen. Na, das vielleicht nicht, eigentlich eher das hier. Ich habe hier schon mal ein bisschen was dazugelegt und wie ihr seht, der Berg ist am Wachsen. Das ist noch nicht alles, so ein bisschen was fehlt da noch. Irgendwie ist das immer so alles Kleinkram, ne? Ihr könnt euch ja mal die Frage stellen, wozu ich sowas auf einer Reise brauche. Ist eigentlich ganz einfach. Na, um das Stativ im Auto anzubinden. Wenn ich das Stativ auf dem Beifahrersitz habe und die Kamera, die zweite, filmt mich während der Fahrt, ja, dann bremst man einmal. Was macht das Stativ? Bäh, ja, also es ist total doof. Deswegen habe ich immer so ein Band dabei, um das irgendwie so im Handschuhfach ein bisschen einzuklemmen und zu arretieren. Naja, und so ist halt jede Menge Kleinkram, was man halt einfach auf einer Reise dabei habt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ja, und alles das hier, na gut, manches kommt dann natürlich jetzt auch schon in die große Reisetasche rein. Das soll dann maximal 8 Kilogramm werden. Naja, ich bin gespannt. Tja Leute, heute ist der 16. November. Ich stehe jetzt hier gerade vor einem städtischen Gebäude. Es geht weiter mit der Reisevorbereitung. Und zwar brauche ich jetzt einen neuen internationalen Führerschein. Den werde ich mir jetzt mal gleich abholen. Habe jetzt einen Termin. Und ja, ist ein städtisches Gebäude, muss man bestimmt wieder Maske aufsetzen. Da drin kann ich natürlich nicht filmen, das ist ja wohl klar. Aber ja, ohne internationalen Führerschein wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, er ist nicht zwangsweise erforderlich, aber es ist immer besser, wenn man ihn hat. Also, deswegen würde ich sagen, gehe ich da mal rein. Ein neuer Lappen. Und ich habe natürlich diesmal auch darauf geachtet, dass er ein Ausstellungsdatum hat. Weil ich habe ja mal einen beantragt, der versehentlich kein Ausstellungsdatum hatte. Und dementsprechend war er natürlich ungültig. Aber das habe ich euch ja schon mal irgendwann in einem Video erzählt, die Story. Oder kennt ihr die etwa noch nicht? Dann fahrt euch mal meine Reisefails rein oder so. Da könnte es drinne gewesen sein. Auf den Haufen gelegt. Ich glaube, ich könnte mal langsam aufstehen, oder? Dann machen wir mal das Rollo hoch, gell? Was ist denn da passiert? Alles weiß. Ich glaube, der Winter hat Einzug gehalten. Ist ja auch krass. So Leute, und bevor das ganze Zeug da draußen jetzt alles weggetaut ist, mache ich mal kurz einen Spaziergang. Ja, bevor ich mir jetzt gleich meinen morgendlichen Kaffee mache, einen Tee hatte ich gerade schon, dachte ich mir, gehst du mal gerade noch einen Moment raus und genießt das doch so schöne Winterpanorama. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, warum zeigt ihr uns das eigentlich alles in diesem Vlog? Na, ich hatte es ja eben schon mal ganz kurz angedeutet. Denn insbesondere, wenn ich zum Jahresende Deutschland verlasse, dann ist das natürlich immer geil. Man kommt, wie gesagt, so aus dieser Kälte raus und vielleicht gibt es sogar Schnee und plötzlich ist man in so einer ganz anderen tropischen Welt. Und diesen Bruch, der ist immer geil. Ja, ach, das ist schön. Thank you.
bin hier gerade irgendwo in der City unterwegs, denn ich bin jetzt hier gleich verabredet auf dem Weihnachtsmarkt. Das heißt, ich habe sogar gleich eine potenzielle Kamerafrau, während ich mir jetzt gleich traditionell vor einer Fernreise im Dezember noch mal wenigstens einmal einen halben Meter Bratwurst gebe. Das ist die Kasse, ja, wo Kasse dran steht. Leute, das ist doch geil, oder? Hast du kleine Jury, ja? Jetzt ist es 19.11 Uhr und ich bin jetzt wieder bis zum Auto zurückgelaufen. Ich war eben zum Schluss ja doch ganz mächtig durchgefroren, muss ich sagen. Weil wenn man dann auf dem Weihnachtsmarkt so mal auch auf der einen oder anderen Ecke etwas länger stehen bleibt. Ja, aber immerhin, ich kann mir ja schöne warme Gedanken machen. Denn demnächst werde ich sicherlich wieder bei 20 bis 30 Grad und in kurzen Klamotten durch die Gegend laufen. Ihr werdet sehen, ich werde es hoffentlich bald erleben. Genau, so, jetzt geht's mit dem Auto wieder nach Hause. Und ja, die nächsten Tage, naja, geht jetzt mal bald noch mit dem Packen ein bisschen weiter. Ne? Also ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog-Eintrag in diesem Langzeit-Vlog. Ich bin noch ein bisschen unscharf hier, glaube ich, ne? 4. Dezember, es wird langsam, aber sicher jetzt ernst. Ja, die Reise rückt näher sozusagen. Und wie sieht es jetzt eigentlich bei meiner kleinen Packstation da unten aus? Ja, so langsam aber sicher kommen wir hin. Ne? Hier ist schon mal die große Reisetasche. Dann haben wir da den Rucksack. Und hier ist noch ein bisschen Kram, was noch alles da rein muss oder so. Kamera, naja, okay. Draußen ist auf jeden Fall schon mal mächtig der Winter eingekehrt. Die letzten Tage des Herbsts sind angebrochen, ehe dann jetzt hier auch richtig Winter losgeht. Und da wird es doch auch mal langsam echt Zeit, dass ich jetzt mal ins Warme abhaue, ne? Damit man mal wieder richtig schön aufgewärmt wird sozusagen. Und um mich auch ein bisschen mental und so weiter wieder auf die Reise vorzubereiten, fahre ich mir jetzt gerade gelegentlich hier auch immer noch mal ein paar Videos von mir rein. Tja Leute, mein Deutschlandfilm. Ja, und der Deutschlandfilm ist für mich ja so ein bisschen Inbegriff gewesen, natürlich auch für die böse C-Zeit. Also im Nachhinein muss ich immer wieder sagen, ich liebe diesen Film ganz einfach und vor allem liebe ich, das kann ich nur für mich selber jetzt empfinden, das Mindset, was hinter diesem Film stand. Ja, man konnte nur in Deutschland rumreisen, man war eingesperrt. Ja. So Leute, wunderschönen guten Morgen. Es ist alles weiß. Ja, ich stehe hier gerade bei einem Parkplatz, bei einem Einkaufszentrum. Ich hole mir nämlich jetzt noch gerade fix was für ein Frühstück heute Morgen. Das letzte Frühstück an der Arbeit ist jetzt irgendwie so kurz vor 8 oder so. Deswegen will ich jetzt mal gerade keine Zeit verlieren, da reingehen. Ja, auf in den letzten Arbeitstag heute. Aber ey, ich find's voll krass, ey. Schnee! Weh, ihr bekommt hier weiße Weihnachten und ich bin nicht da. Alter, ey, ich breche ab. Ausgerechnet heute ist das am Schneien. Ja, wenn nachher wenigstens der Zug nach Frankfurt pünktlich ist. Obwohl Abflug ist ja erst morgens um 6 Uhr. Das heißt, ich muss erst um 4 Uhr einchecken. Naja, aber Leute, die Zeit läuft. Es ist soweit. 15.45 Uhr, Dienstschluss. Das ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl zu wissen, dass man jetzt nach Hause fahren kann, dass das der letzte Arbeitstag für dieses Jahr war. Die Perspektive kennt ihr ja hier schon. So, 3 Grad draußen. Eingecheckt sind wir ja schon. Die Flugtickets habe ich mir ja vorhin an der Mittagspause mal schnell ausgedruckt. Die Autobahn ist frei, habe ich gesehen. Ich könnte jetzt also schnell mit Glück nach Hause gehen. Dann wollen wir mal hoffen, dass das auch alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln heute Abend erstmal zum Bahnhof nach Frankfurt so klappt. So. Auf Wiedersehen, lieber Arbeitgeber, bis nächstes Jahr. So, 16.42 Uhr. Schon mal die Kameras geswitcht. Alles gepackt. Sehr schön. Ich glaube, dann kann es ja losgehen. Würde ich sagen, geht's mal so langsam los. Vor einem halben Jahr bin ich hier irgendwie noch
aufgebrochen zu meinem ersten Vlog, irgendwie zum Frankfurter Flughafen, zum Planespotting. Und jetzt geht's in der Tat zum richtigen Frankfurter Flughafen sozusagen, um auch mal wieder ein Flugzeug von innen zu sehen. Ich mag das ehrlich gesagt kaum glauben. Also ich habe jetzt hier am Bahnhof erstmal ein bisschen Aufenthalt und hoffentlich kommt der ICE wenigstens heute so halbwegs pünktlich. Ja, in den letzten Jahren hat die Reise natürlich hier auch immer am Bahnhof begonnen. Das tut sie wohl heute auch, hoffe ich, in reibungslosem Ablauf. Da sehen? Ne, ich glaube nicht. Ach, die Kamera hat ja gar keinen Zoom. Um 18.37 Uhr soll der Zug kommen, eigentlich. Aber jetzt kommt er erst um 19.17 Uhr. Na toll. So, 20.37 Uhr, Frankfurt, Main, Hauptbahnhof. Die Nummer 12. Na, das erste Hotel für diese Reise. Hat man eigentlich immer so viel Zeug dabei. Oh, warum habt ihr denn hier das Fenster offen, Leute? Hier ist kalt. Meine Güte, nee. Und gleich zu. Nee, warte mal, wo machen wir denn die Heizung mal an? Ein bisschen zumindest. Das hier ist so ein Billighotel im Bahnhofsviertel. Also super geile Aktion hier. Tolles Viertel. Also ich meine, eigentlich kann man das so nehmen. Das geht schon mal. Und ich mache hier nichts weiter, außer jetzt noch ein paar Stunden zu verbringen, vielleicht nochmal schnell duschen, weil ich muss heute Nacht bereits wieder auschecken, weil um 6.30 Uhr geht der Flieger und eigentlich müsste ich um 4 schon fast wieder zum Flughafen fahren. Da jetzt schon 9 Uhr abends ist, bleibt also nicht wirklich viel Zeit, aber ehrlich gesagt, man wird ja alt, das gönne ich mir. Und ich war schon mal hier in diesem Hotel, wo ich nämlich damals nach Peru geflogen war, hatte ich auch eine Vorabendanreise gemacht. Aber wenn das morgens so früh losgeht oder sowas, das kann man nicht machen. Ne? Weiß ich nicht. Das ist schon besser, wenn man hier mal noch ein bisschen chillen kann. So, ich würde sagen, das war's für heute. So Leute, ich habe mir jetzt doch nicht ernsthaft für 3 Uhr den Wecker gestellt. Scheiße. Ja, aber ich habe da gerade was gelesen, dass man mindestens 2,5 Stunden vorher am Flughafen sein sollte. Dann ist es 4 und zurückgerechnet, entweder ich fahre mit den Öffis, wenn das heute Nacht klappt, oder mit dem Taxi, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Vielleicht bin ich echt faul und gönn's mir mal. Meine Güte, nee. Dann sollte ich jetzt mal ein bisschen schön wie so schlafen. 21.19 Uhr, das ist doch was. Also. Oh, 3 Uhr, geil. Irgendwie hat sich das mit dem Hotel ja gar nicht gelohnt hier. 3.15 Uhr oder so. Und es ist schon wieder alles abflugbereit hier. Warum ist Fliegen eigentlich immer zu so unmöglichen Zeiten? Was war bloß der Grund, morgens den Flug um 6.30 Uhr zu nehmen? Ach, ich glaube, es war wieder der Preis. Ich musste wieder irgendwo sparen. Weil alles andere, was später geflogen wäre, wäre dann irgendwie wieder, was weiß ich, wie viel Euro teurer gewesen. Es hat sich ja eigentlich gar nicht gelohnt. Also geschlafen habe ich glaube ich nicht, aber ehrlich gesagt, es ist jetzt echt besser, als da die ganze Zeit irgendwo am Gate oder am Flughafen rumzuhängen. Dann doch lieber einmal schön duschen, Beine lang machen und jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie mit den Öffis
zum Flughafen komme. Wie schön wäre das doch einfach mal ausgeschlafen, einen Flug anzutreten. So morgens um 10, 11, 12 und nicht mitten in der Nacht. Nein. S9 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt Frankfurt-Main Flughafen Regionalbahnhof. Next stop, Frankfurt Airport. 4:10 Uhr. Hier ist schon was los, ey. Krass. Der Flughafen Frankfurt, das war doch mal mein Wohnzimmer. So oft, wie ich hier gewesen bin in den letzten Jahren. Ey, 2 Jahre nicht mehr hier gewesen, ey. Richtig krass. Und fast wäre es noch ein drittes gewesen. So, jetzt ist es 4.54 Uhr. Das hat schon eben ganz schön lange gedauert, das Einchecken. Aber ich glaube, das ist ja auch keine riesengroße Maschine. Ich werde jetzt hier mal schnell durch die Sicherheitskontrolle huschen. Und da oben ist er. Geht's nochmal dritt. Delta 21, unser Gate heute. Endlich wieder Flugzeuge. Today the flight will take 2 hours and 10 minutes, so we'll be on time. In Madrid, the route is the route to Madrid after takeoff to the south, Zurich, Geneva, Lyon, Toulouse, Zaragoza, Madrid. The weather is good in route in Madrid. You have 9 degrees Celsius with haze and fog. Thank you for attention and have a nice flight. Fuß auf spanischen Boden gesetzt. Ich war noch nie in Spanien. Aber es geht ja hier auch nur weiter. So, 9.35 Uhr Madrid-Zeit. Um 10.15 Uhr soll es jetzt hier die Info geben, an welchem Gate mein Flug abgeht. Aus der EU bin ich jetzt gerade schon ausgereist. So, wie man unschwer sehen kann, 10.19 Uhr. Jetzt ist es endlich angeschlagen. Panama. Um 11.50 Uhr. Gate 16, S16, S17, nee, S15, S16. Ja, das Flugzeug, was ich euch gezeigt habe, das ist schon mein Flugzeug. Das müsste ein A330 sein. Endlich ein White, also nicht nur ein Weiß, sondern ein Breitbody sozusagen. Denn heute Morgen dieses, was war denn das? War das eine Embraer oder sowas? Nee, das war eine Bombardier oder sowas. Irgend so eine kleine Cityhopper-Maschine. Die war verdammt eng gewesen. Meine Güte, nee. Und das Ding ist jetzt wenigstens mal wieder ein bisschen breiter da. Dürfte die Reise etwas komfortabler sein, würde ich sagen. Ja, ansonsten muss ich jetzt gedanklich schon so ein bisschen umdenken, weil mein Film, den ich jetzt natürlich plane über Panama und in der Folge natürlich auch dann über Costa Rica zu machen, der wird mit dem Anflug auf das Land beginnen, hier am Flughafen. Diesmal weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, ich mache diesmal mehr so einen Vlog hier für die Anreise. Und ja, der eigentliche Film geht dann eben im Anflug sozusagen los. Da muss ich im Kopf so ein bisschen zweigleisig arbeiten. Ich hoffe, ich kriege das hin. Buen viaje, gute Reise. Der magische Moment, wenn man in ein Flugzeug steigt.
Panama City. Please remain seated and keep your seatbelts fastened until the sign has been turned off. You may now switch off the flight mode on your handheld devices. So Leute, zu Hause ist es jetzt 23.35 Uhr, hier in Panama ist es jetzt 17.35 Uhr. Das mit der Einreise hat gerade gut geklappt, keine Fragen, na ganz wenige halt. Und einfach rein, ansonsten noch alle Fingerabdrücke abgeben und ein Foto wird noch gemacht. Naja, das Übliche halt, das kennt man ja mittlerweile schon. Ich hole jetzt hier noch meinen Koffer vom Band und dann hole ich noch ein Auto ab und dann fahre ich schon ins Hotel. Ich brauche ein Bett. Ist er endlich. Jetzt geht es noch schnell durch den Zoll und dann nix wie weg hier. So, das wird's Auto in Panama. Ganz schön groß die Kiste. Ich wollte eigentlich was Kleineres haben. Uhr und ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt in meinem ersten Hotel, wie ihr gesehen habt, in Panama angekommen. Für diejenigen unter euch, die jetzt mein Langzeitvlog gesehen haben und habt mich hier bis hierher verfolgt. Ich muss sagen, ja, das Video ist leider an dieser Stelle jetzt zu Ende, denn ihr habt mich begleitet vor meiner Vorbereitung im Wochen und Monaten schon voraus, wie sich zu Hause das Wetter geändert hat, von sommerlich, herbstlich zu winterlich und jetzt draußen bei den tropischen Temperaturen. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal die Klimaanlage anmachen. Genau, wenn ihr Panama erleben wollt, dann würde ich euch doch einfach mal bitten, ne? Schaut euch meinen Reisedokumentarfilm an. Hier, es geht nämlich jetzt erst mit den Dreharbeiten des Reisedokumentarfilms so richtig los. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen von diesem Vlog. Und ja, bis zum nächsten Vlog. Also, danke fürs Zuschauen und tschüss, Leute. Ciao.